Cucuina Klebstoff. Cucuina, was für ein toller Name für ein italienisches Produkt. Das ist ein Klebstoff, der seit den 1920ern hergestellt wird in Italien. Die Älteren unter den Zusehern werden sich noch erinnern an ein ähnliches Produkt, nämlich Pelicanol von der Firma Pelican, was leider nicht mehr hergestellt wird. Aber in Italien hat dieser wunderbare Klebstoff fürs Büro und für zu Hause überlebt. In einer echten Blechdose wird Cucuina, was für ein toller Name, sowas kann nur aus Italien stammen, produziert. Wenn man die Blechdose öffnet, dann strömt ein Duft nach Bittermandeln entgegen, was einen in die Kindheit und in die Weihnachtszeit versetzt. Ja, sehr gut. Wenn er mal hart wird, der Klebstoff, man kann ihn jahrelang aufheben, muss man einfach etwas Wasser dazugeben und ihn leicht erhitzen und schon bekommt er seine alte Form wieder. Mit unserer Cucuina-Dose, das ist schon passiert, es gibt schon ein paar Risse, weil mangelnde Feuchtigkeit enthalten ist. Und dann hat man einen schönen kleinen Besen, den kann man rausnehmen. Damit streicht man dann in die Cucuina-Masse und hat den Klebstoff auf dem Pinsel. Wunderbar. Ein wunderbares Produkt. Seit den 1920ern in Italien hergestellt. Einfach klasse. Benutzen können Sie Cucuina für Papier, Fotos und Gewebestoffe. Viel Spaß damit beim Ausprobieren. Wenn Sie auch Erfahrungen mit Cucuina, mit dem alten Klebstoff oder mit dem Gummierstift gemacht haben oder anderen alten Klebstoffen, einfach mal in die Kommentare schreiben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen schildern könnten mit alten Klebstoffen. Cucuina Klebstoff.